rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Erhebung einer Abgabe für die gebietliche Absatzförderung von Wein. Wer bringt das Gesetz ein? Frau Ministerin Hinz, bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Hessen bewirtschaften 1.021 Weinbaubetriebe ca. 3.655 Hektar Rebflächen. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Familienbetriebe. Sie sichern damit ihr eigenes Einkommen sowie das der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie erhalten aber auch, und das ist besonders wichtig, die weinbaulich geprägte Kulturlandschaft und damit auch eine wichtige Grundlage für den Tourismus in der hessischen Bergstraße und dem Rheingau. Circa ein Drittel der Betriebe ist genossenschaftlich organisiert, die große Mehrzahl darunter, aber auch viele kleinere, vermarkten ihre Weine selbst. Diese Betriebsstrukturen erfordern ständige Bemühungen im Wettstreit mit den übrigen Weinbauregionen Deutschlands, Europas und der Welt wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist nämlich nicht so einfach in dieser Zeit. Die Hessische Landesregierung unterstützt die Betriebe deshalb mit guten Rahmenbedingungen. Neben der Arbeit im Weinberg und im Weinkeller ist auch ein ständiges Marketing zur Sicherung des Weinabsatzes notwendig. Dieses Marketing kann und muss zu einem guten Teil gemeinschaftlich organisiert werden, um am stark umworbenen Weinmarkt erfolgreich zu sein. Hierzu dient die gebietliche Absatzförderung, die durch eine von allen Winzern flächenbezogen zu entrichtende Abgabe zu finanzieren ist. Nur herkunftsbezogene gemeinschaftliche Werbemaßnahmen der Verbände dürfen aus dieser Abgabe gefördert werden. Über die Mittelvergabe hat ein Werberat zu entscheiden, der aus Vertretungen des Berufsstandes und der Weinwirtschaft zu bilden ist. Die Geschäftsführung liegt beim Regierungspräsidium Darmstadt. Dieses System, meine Damen und Herren, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Es ist deshalb kein Wunder, dass die Evaluierung des Gesetzes ein positives Ergebnis hatte. Auch in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz bestehen ähnliche Abgaben. Das Gesetz über die gebietliche Absatzförderung von Wein soll daher um 10 Jahre verlängert werden. Eines hat die Evaluierung allerdings auch ergeben, dass nach 20 Jahren eine wesentliche Kostensteigerung in allen Lebensbereichen, vor allem bei den Personalkosten, stattgefunden hat, sodass eine Anpassung der Abgabenhöhe notwendig ist. In Abstimmung mit den beiden weinbaulichen Verbänden wird die Abgabe für den Rheingau daher von bisher 87 € auf 100 € je Hektar und die Abgabe für die Hessische Bergstraße von bisher 76 € auf 80 € je Hektar angehoben. Zur Entlastung der kleinen Weinbaubetriebe und der Verwaltung wird die Bagatellgrenze, ab der Betriebe überhaupt erst zu dieser Abgabe verpflichtet sind, von 5 auf 10 Ar angehoben, auch dies in Übereinstimmung mit den Verbänden. Damit werden nur noch 800 Bescheide statt 920 notwendig. Sie sehen, es ist tatsächlich eine Erleichterung für viele. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde mich freuen, wenn das Gesetz Ihre Zustimmung finden würde. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. – Zu Wort gemeldet hat sich als Erster Herr Abg. Schmidt für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt sicherlich Gesetze und Themen, z.B. die Frage der Schichtenreibung, die die Ministerin der Staats in der Regierungserklärung angesprochen hat, die deutlich strittiger sind als das Weinabgabengesetz. Deswegen wird es Sie auch nicht größer überraschen, dass ich von Seiten der SPD schon Zustimmung signalisieren darf. Ich glaube, man, auch wenn man sich kurz fasst, vielleicht wäre es gut, wenn die Kollegin Hoffmann die von mir eingesparte Redezeit dann bei der nächsten Haushaltsdebatte zur Verfügung gestellt bekommt, kann man feststellen, dass
diese Novellierung, diese Änderung ist abgesprochen mit den beiden Weinbauverbänden. Man kann auch feststellen, das Ursprungsgesetz stammt aus dem Jahr 1977. Die Beiträge sind nahezu nicht angepasst worden, aber die Preisentwicklung geht weiter. Und das ist entscheidend, der Hintergrund des Gesetzes ist ein wichtiger, nämlich dass die beiden Weinbauregionen für ihre Region, für die Weine aus ihrer Region werben. Und da darf man doch an dieser Stelle auch sagen, sowohl die Weine aus dem Rheingau als auch aus der Bergstraße halten jeden Qualitätsstandard mit in- und ausländischen Weinen stand und sind wirklich hervorragende Weine. Deswegen nehme ich an, dass es, wie gesagt, deutlich stärkere Kontroversen gibt als dieses Gesetz, das einen richtigen und sinnvollen Förderzweck dann auch enthält. Wir hoffen dann auch, dass wir dann auch entsprechend den Beweis durch das Haus angetreten bekommen, wie gut die Bergstraße und die Rheingauer Weine sind. Wir freuen uns auf die Ausschusssitzung, meine Damen und Herren. Danke, Herr Schmidt. Für die CDU-Fraktion hat sich Frau Müller-Klepper gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Unsere hessischen Weinanbaugebiete, der Rheingau und die Bergstraße, sind mit einer bestockten Rebfläche von 3.650 Hektar klein, aber fein. Unsere Winzer setzen nicht auf Masse, sondern Klasse. Und hier werden durch eine konsequente Qualitätsorientierung Spitzenweine erzielt, auf die wir alle nur stolz sein können. Doch auch gute Weine verkaufen sich nicht von selbst. Die Zeiten der Mundpropaganda, die dem Winzer die Kundschaft ins Haus brachte, sind vorbei. Um mit dem entsprechenden Profil im Wettbewerb auftreten, bestehen und sich durchsetzen zu können, braucht es eine professionelle Vermarktung, ein Weinmarketing. Und hierbei gilt das Prinzip, nur gemeinsam sind wir stark. Um im deutschen und internationalen Konkurrenzkampf bestehen zu können, ist ein Gemeinschaftsmarketing angezeigt. Angesichts der kleinteiligen Betriebsstruktur ist eine vergleichbar effektive Absatzförderung durch den Winzer selbst, also auf privatunternehmerischer Basis, nicht mit annähernd vergleichbarer Erfolgsaussicht möglich und auch kaum zu leisten. Wenn jeder auf sich selbst gestellt in Eigenregie agieren würde, dann wären insbesondere die kleinen und mittleren Betriebe überfordert und benachteiligt, denn sie verfügen hierfür weder über die finanziellen noch personellen Ressourcen. Nicht durch einen Flickenteppich unkoordinierter Maßnahmen, sondern nur durch eine einheitliche Gebietsdarstellung lassen sich Rheingau und Bergstraße in der vielfältigen Weinangebotslandschaft sichtbar positionieren. Und nur als Region besteht die Chance, überhaupt wahrgenommen zu werden und, wie Kollege Schmidt eben schon darauf hingewiesen hat, mit einer Gebietswerbung können die Trümpfe Herkunft und Rebsorte, die nachweislich bei der Kaufentscheidung Bedeutung haben, optimal ausgespielt werden. Ein Gemeinschaftsauftritt der Weinbranche kann zudem Motor und zentraler Baustein der Regionalentwicklung sein. Prozesse wie die Entwicklung der Dachmarke Rheingau mit dem Alleinstellungsmerkmal der Weinkulturlandschaft zeigen, dass die Zukunft zu Recht im Denken und Handeln als Region gesehen wird. Eine gebietliche Weinwerbung aus einem Guss kann diesen Prozess beschleunigen und im Konzert der Gebietsprofilierung die erste Geige spielen. Ist eine solche Gemeinschaftswerbung gut gemacht, profitiert von ihr nicht nur die Region, sondern jeder einzelne Betrieb. Und da macht es Sinn, in einen Topf für die Gebietswerbung einzuzahlen, die dann gemeinsam finanziert wird. Kooperation schafft Wirtschaftlichkeit, ermöglicht eine bessere Leistung und auch innovative Ansätze. Und noch ein weiteres Argument spricht für den gemeinsamen Auftritt. Die Werbung für Rheingau und Bergstraße muss mit der nationalen Weinwerbung korrespondieren. Unsere beiden Gebiete sind ein Teil des Ganzen und müssen nicht nur ihren Beitrag leisten, sondern auch die werbliche Gesamtmelodie verstärken. Und dafür braucht es eine Harmonie in Konzept und Umsetzung.
Nationale und gebietliche Weinwerbung müssen aufeinander abgestimmt sein. Meine Damen und Herren, ein solches Weinmarketing braucht eine solide Grundlage. Es braucht Planungssicherheit hinsichtlich der Mittel und eine Struktur, wie sie generiert werden. Es braucht eine Organisation für die Umsetzung. Und all das muss so gestaltet sein, dass es von den Winzern akzeptiert wird. Bei uns in Hessen ist es gelungen, für die beiden Gebiete und mit ihnen eine entsprechende Systematik basierend auf einem Abgabenmodell zu entwickeln und zu etablieren. Sie hat ein gesetzliches Fundament, das seit Jahrzehnten trägt. Und es hat zwar einen sperrigen Namen, aber nicht die Überschrift ist entscheidend, sondern der Inhalt. Was hier in den Grundzügen gesetzlich festgeschrieben wurde, hat sich als geeigneter Rahmen für die Gebietsweinwerbung erwiesen. Die Absatzförderung erfolgt zentral durch herkunftsbezogene gemeinschaftliche Werbemaßnahmen. Im Rheingau ist hierfür die eigens zu diesem Zweck gegründete Rheingauer Weinwerbung zuständig. An der Bergstraße übernimmt der Weinbauverband die Aufgabe. Und finanziert werden all diese Maßnahmen solidarisch über eine Abgabe, die von den Winzern erhoben wird. Die haushaltsmäßige Verwaltung der Abgabe erfolgt über das Weinbauamt Eltville. Das Regierungspräsidium erhält hierzu eine entsprechende Abgeltung der Kosten. Die Einnahmen, wenn wir in den Doppelhaushalt 2018-19 schauen, liegen jährlich bei 306.000 €. 95% plus einer Landesunterstützung in Höhe von 30.000 € stehen für Maßnahmen zur Verfügung. Die Mittel werden von einem Werbebeirat vergeben, der von den Winzern gebildet wird, mit dem Ziel einer optimalen werblichen Darstellung und Vermarktung, einer positiven Imagebildung und Absatzentwicklung. Dies stärkt unsere beiden Weinanbaugebiete. Dies stärkt den Erhalt des Kulturgutes Wein, das ein Markenzeichen unseres Bundeslandes ist. Und es stärkt den Erhalt unserer einzigartigen Kulturlandschaft. Denn die Winzer leisten zu ihrer Pflege den entscheidenden Beitrag. Das Gesetz wurde mehrmals novelliert, leicht modifiziert, doch sein Kern hat Bestand. Es ist eine gute, bewährte Grundlage für das Weingemeinschaftsmarketing. Und diese Grundlage soll beibehalten werden. Das hat die Evaluierung ergeben, und das meinen auch die beiden Weinbauverbände. Und so wird die gesetzliche Grundlage nun modifiziert für eine weitere Dekade fortgeschrieben. Die Bagatellgrenze für die Erhebung der Abgabe wird angehoben. Das spart Bürokratie, wie Frau Ministerin eben auch schon in Zahlen dargelegt hat. Und um die Einnahmeverluste zu kompensieren wird und zugleich die Kostensteigerungen aufzufangen, wird die Abgabe moderat angehoben. Und das bringt unter dem Strich Mehreinnahmen im Jahr von 42.500 €. Wir begrüßen diese Neuerungen. Sie machen das Instrument leichter handhabbar und erhöhen das Budget für die Weinwerbung. Und so wird ein bewährtes Gesetz, das den Weinbau im Rheingau und an der Bergstraße unterstützt, weiterentwickelt, verbessert und gesichert. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Frau Müller-Klepper. Für die FDP-Fraktion hat sich Frau Knell gemeldet. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das vorliegende Gesetz wird ja im Wesentlichen verlängert und durch Anpassungen ergänzt. So wird die Bagatellgrenze erhöht und eine Anpassung der Beiträge vorgenommen. Insofern ist das jetzt nicht so ein richtig aufregendes Thema. Und da das Gesetz ja auch nicht eines ist, das einem so als Erstes einfällt, wenn man an die Landesgesetzgebung denkt, haben wir uns auch einmal umgehört, was denn die Betroffenen eigentlich so davon halten. Und dabei wurde uns rückgespiegelt, dass zumindest die Rheingauer Winzer noch gar nicht über die Abgabenerhöhung entschieden haben. Also im Gegenteil, die Mitgliederversammlung, die erst im April stattfindet, ist aufgerufen, darüber zu beschließen, ob sie einer Erhöhung der Abgabe zustimmt. Und da wundern wir uns dann schon, warum das Gesetz dann heute hier schon eingebracht wird und vor allen Dingen, warum die Landesregierung in der Problembeschreibung des Gesetzes aufführt, dass die geplante Anhebung der Abgabe in Abstimmung mit den weinbaulichen Verbänden vorgenommen wurde. Insofern stellen wir einmal fest, dass zumindest die Mitglieder des Rheingauer Weinbauverbandes noch gar nicht wissen, wie sie das Gesetz bewerten.
Deswegen werden wir uns auch bei einer Bewertung des Gesetzes zunächst zurückhalten und erst einmal die Anhörung abwarten. Aber wir hätten schon gerne noch einmal die Aufklärung darüber, was genau die Landesregierung mit der Abstimmung mit den weinbaulichen Verbänden meint. Vielleicht können Sie uns darüber noch aufklären. Ansonsten arbeite ich darauf hin, dass wir früher heute hier gehen können. Herzlichen Dank. Danke, Frau Knell. Bei letzterem wahrscheinlich Dank des gesamten Hauses. Für BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN hat sich Frau Feldmeier gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf der Landesregierung trägt den Namen für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Erhebung einer Abgabe für die gebietliche Absatzförderung von Wein. Da habe ich nur gedacht, es ist ja irgendwie witzig, dass man so etwas Schönes wie Wein, was den Gaumen feucht erfreut, auch so einen trockenen Gesetzestext verfassen kann mit so einem trockenen Titel. Natürlich keine Kritik an der Landesregierung, aber das ist mir dann gleich in den Kopf gekommen. Also, wir reden über so etwas Schönes wie Wein, und wir freuen uns auch darüber, dass wir so wunderbare Weinbaugebiete haben hier in Hessen. Und ich habe mir einfach jetzt mal den Gesetzestext durchgelesen und dann auch die Begründung. Hier steht, Frau Knell, auch in der Begründung drin, dass im Rahmen der Evaluierung die Weinbauverbände Hessische Bergstraße sowie die Rheingauer Weinbauverband als berufsständische Vertretung die Argumentation für die Verlängerung des Gesetzes mitgetragen hat und auch die Änderungen. Deswegen bin ich etwas verwundert. Auch ich habe Gespräche geführt, und mir wurde signalisiert vonseiten des Weinbauverbands, dass es gut ist und dass es abgesprochen ist und dass die Änderungen begrüßt werden. Also von daher kann ich das jetzt nicht ganz nachvollziehen, was Sie gesagt haben. Ich möchte mich den Worten meiner Vorrednerin jetzt anschließen und sagen, es ist gut, wenn wir eine Absatzförderung haben für unsere Weine in Hessen. Es ist notwendig, es ist wichtig, weil Alleinkämpfer in diesem Bereich ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Ich habe mich einmal erkundigt, was alles so mit den Einnahmen aus der Absatzförderung finanziert wird. Da werden ganz wichtige Dinge finanziert, die Stände auf der Weinmesse, das Management der Weinkönigin, der Internetauftritt und alles, was man so braucht, um unsere wunderbaren hessischen Weine am besten in der ganzen Welt bekannt zu machen, damit man unsere wunderbaren Weine überall trinken kann. Ich möchte es jetzt nicht unnötig verlängern. Es wurde schon gesagt, was die Änderungen sind in diesem Gesetz. Es sind keine erheblichen Änderungen. Und von daher würde ich mich freuen, wenn wir einen großen gemeinsamen Konsens haben bei diesem Gesetz und möglichst dann auch gemeinsam beschließen können. Ich freue mich dann auf die Beratungen, und ich würde mich auch dem Vorschlag von Herrn Schmidt anschließen, dass wir dann im Laufe der Beratungen oder des Beschlusses dann auch einmal den Gegenstand unserer Beratungen testen. Da sind wir auf jeden Fall gerne dabei, Herr Schmidt. Ein wunderbarer Vorschlag. Vielen Dank. Danke, Frau Feldmeier. Wir sind am Ende der ersten Lesung angelangt.